Ja, der hat sich doch gelohnt. So, liebe Leute, ich stehe hier und warte auf den Gewitter. Kommt ein bisschen Gewitter. Und mal gucken, ob wir vielleicht einen Witz einfangen können. Eben gerade war einer. Vielleicht habe ich ja irgendwie das Glück. Und ich krieg gleich einen Witz. Schauen wir mal. Manchmal ist ja schon komisch, weil liebe Leute. Und der geht gleich los. Selten kommt der Regen. Ich sehe den schon. Oh ja, der kommt. Und da hinten sitzt er. Ja, das können wir klären. Schauen wir uns mal an, was hier passiert. Hinten auf der rechten Seite am Block kicken sie alle aus dem Fenster. So, die sehen mehr als Icke. Aber, liebe Leute, es wird was passieren. Da hinten kommt eine Regenwolke. Da hinten oben ist eine Schwalbe. Denke mal, man sagt ja immer, je höher die Schwalben fliegen, umso nicht regnen tut das. Aber vielleicht war ja nur eine Schwalbe, die den Weg vergessen hat, um nach Hause zu kommen. So, im Hintergrund hat er mal ein bisschen Zorn unter die Titan. Er hat nichts getan. Er sagt, er hat nichts getan. Aber es stimmt, er hat was getan. Hätten wir Blitz und Donn. Jo, ja! Ich denke mal, das war einer. Jaha! Da habe ich ihn aufgenommen. Ich dachte, dass ich ihn aufnehme. Naja, wir bleiben mal hier stehen. Vielleicht kommt der neue einer. Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an. Ja. Was wollen die Karten? Die Gegengewichte? Hier wird nichts gekappt. Es werden keine Gegengewichte gekappt. Mann. So, rechte Seite. Junge, die denken auch, die sind im Kino oder was. Ich weiß auch nicht. Ich will jetzt auch nicht dahin beschwenken, weil das muss nicht sein. Das sind zig. Hunderte Leute, die aus dem Fenster schauen. Ja, wie sagt man so schön? In ARD und ZDF sitzen sie in der ersten Reihe, obwohl ich kicke ja Fox. Von daher stehe ich hier in der ersten Reihe bei Fox. Ja, so, liebe Leute, schauen wir mal, ob wir noch einen Blitz kriegen. Wenn nicht, ist es ohne so schlimm. Dann würde ich mich erstmal verabschieden. Weil der trippelt so langsam. Ja. Ich melde mich gleich nochmal wieder. Ganz schön windig, ey. Stell dich mal wieder eine richtige vernünftige Raumtemperatur. Total krass hier, was hier passiert. Und hier ist ja diese Tolle. Könnte ruhig ein bisschen stärker regnen. Aber zumindest ist es schon mal schön, dass es überhaupt regnet. Denn nächste Woche war hier 36 Grad früher. Ups, da war einer. Mach mich gleich den Druck. Weil das ist noch ein bisschen weg mit dir, also richtig. Ne? Ich denke mal, das kommt erst noch. Ich würde mal wieder mal Pause machen. Wieder hier und jetzt regnet es ein bisschen stärker. Auf der rechten Seite sind die Zuschauer, haben die Fenster zugemacht. Ich denke mal, da regnet es drin, dann können sie aufhaben. Juhu. Mal gucken, ob wir noch einen Blitz einfangen können. Ansonsten schon dieser Sound von dem Regen ist total ultra krass, total ultra. Der ganz hinten, eigentlich über diesen Block da blitzt und donnert das euch schön. Das ist für mich ein Zeichen, dass das Gewitter noch gar nicht so richtig da ist. Obwohl es eigentlich schon da ist. Wollen wir uns mal überraschen lassen. Und es wird immer stärker. Es regnet immer stärker. Wollte ich euch nur mal sagen. Und ich stehe hier immer noch am Balkon. Nicht offen, sondern am. So, liebe Leute,
Und da das immer stärker regnet, dachte ich mir, bin ich doch mal hier am Balkon. Wie gesagt, nicht offen, sondern am. Stehe direkt an der offenen Balkontür. Hinten rumst und bumstet. Yes. Ansonsten sind hier noch keine großartigen Pfützen zu sehen, aber ich denke mal, wenn es noch weiter so regnen wird, dann werden wir hier totale Pfützen haben. Und ich muss heute noch mal raus. Ich muss heute noch mit Tommy noch mal jassen. Ja. Ich muss heute auch noch. So, was ist denn? Guck mal. Bitzchen. Kommt jetzt bei ein Bitzchen. Hinten rumstet aber auch immer, wa? Ah, ist ein schönes. Jetzt hast du halt so einen richtigen geilen Regen von oben. Also so ein gerader Regen von oben. Der nicht von der Seite kommt oder was weiß ich, der kommt richtig von oben, richtig gerade runter. So meine ich das da. Liebe Leute. Ich bin so ein richtiger Gewitter hier, wisst ihr? Ich meine, wenn Gewitter ist, dann stehe ich immer so am Fenster und ich gehe mal raus. Welchen Luft, ist der bescheuert oder was? Schnell nach Hause, Mann. Ruf da ein Mensch da lang. Kriegt ja eine Krise. Weißt du? Auch nur langwurfen kommt der Blitz und dann peng. Ja, ich hab keine Lust, hier die 113 anzurufen. Wer ist überhaupt die 113? War da was überhaupt? So, aber ist ja Spaß beiseite. Ernst, komm da ran. Wird immer stärker. Aber das sagte ich ja vorhin schon mal. Aber es stimmt aber auch. Regnet ohne Schalt immer stärker. Naja, wenn hier nichts mehr passiert, so habt ihr wenigstens meine Stimme. Die ja auch total krass ist. Ich hab eine totale krasse Stimme. Das Einzige, was mir jetzt wieder auffällt, ist, wird immer dunkler. Na, ich meine, ist ja richtig, wir haben ja abends, wird ja eh dunkler, ne? Und was ist denn nun mal? Ich rippe mal ein bisschen oder was? Naja. Komm, kein Blitzchen. Aber zwei habe ich ja drauf. Vielleicht hat man das ja gesehen. Gut, Leute, ich denke mal, verabschiede mich erstmal hier, wa? Sollte hier noch was passieren, irgendwo im Baum und vielleicht mit einschlagen, der Baum fängt an zu brennen, obwohl es ziemlich nass ist. Kann ja sein. Ja, das möchte ich nochmal melden, so richtig. Ansonsten, wie gesagt, habt schon noch eine schöne Sonne, aber das ist nicht Sonne. Und ich kicke mir weiter einen Tanz der Mormonen an. Kriegt der Sterne, Quatsch, wie heißt der? Sonne der Götter? Der Titan? Da ist er ja. Tschüss. Wusste ich doch, dass ich doch den aufnehme. Ich habe ihn nochmal ganz heimlich hier hingestellt. Ah, den sieht man. Ich habe den selber gesehen. Ich habe gerade nämlich im Handy reingeguckt und habe... Doch, ja. Durch die Handy geguckt und guck, da war einer. Krasse Nummer. Cool. Lass mal nochmal stehen bleiben. Nicht genau ihn. Nein, ich bin nicht, also der kommt ja noch hin. Na. Ja, der hat sich doch gelohnt. Nice.
So, ich werde aber trotzdem jetzt mal winnen. Ich bin auch hier auf dem Balkon oder am Balkon ein bisschen zu gefährlich. Also Leute, wir haben ein bisschen geilen Witz aufgenommen. Bis denn. Schlaf schön. Tschüss.